Moin und willkommen hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, ich habe lange nichts von mir hören lassen. Ich bin jetzt mal wieder da und das ist gut. Und im Hintergrund seht ihr das Autohaus am Weiherberg. Und wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich hier mein ID.3 damals bestellt habe. Ja, und heute, 30 Monate später, jetzt geht das Auto zurück. Und in diesem Video soll es jetzt um Zahlen, Daten, Fakten gehen. Was hat mich das Auto gekostet? Was war gut? Was war schlecht? Und würde ich wieder ein ID.3 nehmen? Inzwischen sieht er übrigens wieder komplett langweilig aus. Auch das möchte ich mal eben kurz ansprechen, weil ganz viele von euch gesagt haben, hey, Leasing, da kannst du so ein Ding noch nicht folieren und tiefer legen. Ich kann. So, kommen wir jetzt erstmal zu ein paar Fakten. Ich habe das Fahrzeug jetzt wirklich tatsächlich 30 Monate. Ich habe ihn abgeholt am 10.09.2020 in der Autostadt in Wolfsburg. Dazu gibt es auch ein Video und ich wurde natürlich auch begleitet. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, was gibt's zu sagen? Ich bin jetzt in Summe circa 67.000 Kilometer gefahren. 66.800 irgendwas oder so. Ihr seht es im Video. Das entspricht ungefähr 2.200 Kilometer tatsächlich im Monat. Das ist echt allerhand. War mir gar nicht bewusst, dass ich so viel gefahren bin. Durchschnittsverbrauch, ja, er resettete am Anfang immer alle 10.000 Kilometer. Das hat er später nicht mehr gemacht. Jetzt seht ihr gerade mal eben die letzten 12.000 Kilometer. Es ist also kein reiner Winterverbrauch, weil wenn ihr jetzt mal guckt, die letzten 12.000 Kilometer bei 2000 sind 6-7 Monate zurück. Und da hatten wir dann tatsächlich auch noch August, September. Er liegt im Schnitt bei 21,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Als ich mich damals entschieden habe für den ID.3, ja, da wusste ich noch nicht, dass es für mich nach Berlin gehen wird. Das heißt, ich habe bewusst gesagt, okay, 58 Kilowattstunden Batterie, 58 von 28, die der Ioniq vorher hatte, das ist schon ein großer Schritt, das reicht, ja. Hat aber dann natürlich mit der Trennung von meiner Frau und auch mit der Entfernung Berlin-Bremen ein bisschen, für Unbehagen gesorgt, weil ich musste natürlich eben diese Strecke dann extrem viel Autobahn fahren, das erklärt vielleicht auch den Verbrauch von 21,1 Kilowattstunden. Und ich habe dementsprechend viele Kilometer gerissen. Diese knapp 2200 Kilometer im Monat sind allein im Schnitt 1700, 1800 im Monat, die ich nur fahre für die Strecke Bremen-Berlin. Mich hat das Auto gekostet, Leasing. Ich habe 4000 Euro angezahlt. Damals gab es eine Barfahrprämie von 3000 Euro, 1000 Euro Anzahlung für den ID.3 First. Die sind wiederum in die Einzahlung des Fahrzeuges dann geflossen und dann hat es 497 Euro im Monat gekostet. Sind summa summarum dann 18.910 Euro, die ich allein nur für Leasing und Anzahlung bezahlt habe. Ich gucke hier mal ein bisschen auf meinen Schummelzettel, weil ich hier ganz viele Zahlen aufgeschrieben habe. Ja, fangen wir mal an. Softwareversion. In dieser Zeit, in der ich das Fahrzeug habe, gab es tatsächlich 5 und 2 Software-Updates für das Fahrzeug, eins davon in der Werkstatt, die anderen, nee, zwei sogar in der Werkstatt und eins davon over the air. Also es gab die 0564, mit dem wurde mein Fahrzeug ausgeliefert, dann kam die 0570, das ist das ominöse 12-Volt-Update, weil einige ID.3s einfach liegen geblieben sind, quasi, also über Nacht, weil die 12-Volt-Batterie leergesaugt wurde. Phantomentladung und so weiter. Und da haben sie ganz schnell das 0570 hinterhergeschmissen. Das hat man natürlich auch bekommen. Ich bin aber nie damit liegen geblieben. Dann kam das 0783, gefolgt von 0792, 0910 war dann schon Software 2.0, Software 2.1. Dann kam die 2.3 kam dann. 2.3 war dann, 2.4, oh Gott, fragt mich mal. Es heißt einfach 0912, das war das 2.4er Update. Das war das Update, wo jetzt ich dann die Werkstatt aufsuchen musste, um eine stärkere 12-Volt-Batterie zu bekommen, um dann over-the-air-updatefähig zu sein. Und das war das letzte Update, was der Wagen hier bekommen hat, jetzt vor kurzem im Januar war es, nämlich 3.0. Also, der hier hat 3.0. Kann aber nicht so viel wie die Autos, die heute ausgeliefert werden, mit 3.0. Ich habe es eben schon angedeutet und hinter mir das Autohaus war tatsächlich ein guter Freund während meiner Phase mit dem ID.3. Woran hat es gelegen? Ja,
Einmal ganz am Anfang gab es einen Ausfall des Notrufsystems. Das ist dieser komische rote Schalter oben im Dach, der automatisch aktiviert wird. Das E-Call-System, was ja verpflichtend ist für Fahrzeuge in der EU. Und im Falle eines Unfalles dann automatisch Rettungsdienste benachrichtigt mit dem Ort und selber mit dir telefoniert, ob bei dir alles in Ordnung ist. Das war der erste Austausch. Tja, und dann kam das ganz große Thema mit der Hinterachse. Ihr wisst, dass ich ich habe das Auto Sonntag abgeholt und Montag bin ich zu H&R gefahren, um eben hier die Federn dafür entwickeln zu lassen. Und H&R hat mir dann schon an dem Abholtag am Freitag gesagt, du, der vibriert unter Zug, also wenn ihr beschleunigt, zwischen Tempo 85 und 95. Ich so, pff, ja, okay, nehme ich mal mit. War dann aber doch tatsächlich mehr, als ich dachte. Und man hat es so ein bisschen beobachtet mit der Zeit. Und ich bin damit dann halt hier ins Autohaus gefahren. Ja. VW war da sehr interessiert dran an diesem Phänomen. Und deswegen haben wir in Summe, in diesem Fahrzeug, wurde das Getriebe gewechselt, der Motor wurde getauscht, alles auf Kulanz, ich habe nichts bezahlt. Und letzten Endes sogar die Antriebswellen wurden hier getauscht und gegen eine neuere Version ausgetauscht. Am Ende vom Lied blieb alles beim Alten, die Vibrationen sind nicht weggegangen. Und es liegt nicht an einer Tieferlegung tatsächlich. Also jetzt sagt ihr, bist du selber schuld. Nein, wir haben es ausprobiert. Originalfahrwerk rein, hinten drei Mann, Gepäck rein. Das Ding lag dann genauso tief wie mit den H&R-Federn und es hat genauso vibriert. Das war das, was VW sehr interessiert hat. Und deswegen habe ich auch nichts dafür bezahlen müssen, weil das Fahrzeug genau so dann faktisch State of the Art war. Also, wenn der Wagen richtig beladen ist und in den Federn hängt, fängt es unter Last an zu vibrieren. Ja. Was willst du machen? Wurde auch nicht besser dann mit dem KW-Fahrwerk später, mit dem Gewindefahrwerk. Aber es ist nicht jeder ID.3. So viel sei gesagt. Meiner war extrem davon betroffen. Ich kenne ganz viele andere ID.3-Fahrer mit H&R-Federn, mit KW-Gewindefahrwerk, wo es keine Vibration gibt. Liegt wohl ein bisschen in der Toleranz der Antriebswellen, die selber dann eben dafür sorgen, dass es bei manchen Fahrzeugen zu einem Vibrieren kommt, zu anderen nicht. In Summe hat mich das Ganze dann tatsächlich 6 Wochen gekostet, die der Wagen in der Werkstatt stand. Ich wurde aber mobil gehalten mit Elektroautos und habe mal E-Golf gefahren. Sehr interessante Erfahrung, wirklich ein tolles Auto. Oder eben auch ID.3. Ja. Der nächste Werkstattaufenthalt war dann tatsächlich in Berlin. Dazu gibt es auch ein Video. Das war nicht der Wechsel der 12-Volt-Batterie auf eben die stärkere Batterie für das Update auf 2.4, das dann wiederum die Basis dafür bildete, dass mein Auto überhaupt 3.0 over the air fähig ist. Auch das so ein typisches Ding bei der ID-Baureihe. Die ersten Fahrzeuge, sie sollten over-the-air fähig sein, sie waren es aber nicht wirklich, weil eben die 12-Volt-Batterie ein wenig zu leistungsschwach war, um dieses Update dann tatsächlich machen zu können. Aber leider war das noch nicht alles. Auf dem Rückweg, nee, eigentlich schon auf dem Hinweg nach Locarno zum ID-Treffen mit meinem Fahrzeug habe ich gemerkt, dass die Klimaanlage definitiv nicht so funktionierte, wie sie sein soll. Und gerade unten am See in Locarno, am Lago Maggiore, da könnte es schon mal wärmer werden und ich ohne Klimaanlage. Hab mir erstmal nichts bei gedacht, weil ja gut, kann ja mal passieren. Und ja, das war aber ein Trugschluss. Also der ID.3 First hier in diesem Fall, der hat ja schon die moderne Anlage mit Kohlendioxid als Kühlmittel, CO2 also. Und ja, das Ding war einfach leer. Das hat mir das Autohaus dann gesagt. Das hat aber auch zur Folge, und das war mir nicht bewusst, dass ich auf dem Rückweg von Locarno nach Berlin über mehrere Ladestationen am letzten Lader tatsächlich nur eine Ladegeschwindigkeit bei warmer Batterie, ich bin nur Autobahn gefahren, von 30 kW hatte, weil eben das Kühlsystem scheinbar mit diesem Klimakompressor zusammen irgendwie harmoniert, agiert. Ich weiß es nicht genau, weil eigentlich sind es getrennte Systeme. Faktor war aber, ich hatte weder Klimaanlage noch eine ausreichende Batteriekühlung. Das Ding ist richtig warm geworden. Und ja, bei der dritten Ladung dann von Locarno, genau, drei waren es, Locarno nach Berlin, war nicht mehr viel. Ich habe mir viel Zeit genommen, konnte in aller Ruhe essen und habe das Ding dann auch nur so weit geladen, wie es nötig war. Ja, das war auch das, was ich, was tatsächlich dann etwas gekostet hat. Also in Summe, Tauschklimakompressor mit dem Befüllen der CO2-Anlage hat mich dann theoretisch 2731 Euro gekostet. Davon wurden aber von VW 1400 Euro etwa übernommen. Am Ende musste ich für den Klimakompressor
in meinen Augen eigentlich ein Garantiefall, sei es drum, 1.350 Euro bezahlen. Das war ein bisschen ärgerlich. Letzten Endes wurde sowas aber dann halt eben über VW entschieden. Und da kommen wir gleich zu dem Thema, was war gut, was war schlecht. Kommen wir mal allgemein zu der Betreuung. Sowohl das Autohaus Gerken hier als auch das Autohaus Möbus in Berlin haben mich immer 1A unterstützt und betreut. Nennt es YouTuber-Bonus oder so, ich weiß es nicht. Ich habe mich immer gut aufgehalten gefühlt und sie haben einen richtig coolen Job gemacht und mich auch mobil gehalten. Und das vor allem auch mit Elektroautos. In Summe aber der ID3, das Konzept hier in dieser Form, Heckantrieb und ausreichend Leistung, sorgt für richtig viel Spaß. Also ich habe es richtig genossen. Ich bin sowieso ein Freund von Heckantrieblern und dass jetzt der ID3 dann konsequent eben auf den Heckantrieb wieder ausgelegt war, das fand ich ziemlich geil, im Gegensatz zum Golf zum Beispiel, der ein Fronttriebler ist, oder auch der Kona oder der Ioniq etc. pp. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Was den ID3 aber richtig auch auszeichnet, das ist neben der Beschleunigung, die ja gar nicht schlecht ist für so 204 PS, ne? 150 kW hat der First hier und ist damit in 7, schieß mich tot Sekunden auf 100, was ungefähr einem GTI-Niveau entspricht, ist die Wendigkeit. Dadurch, dass ihr keinen Einfluss in der Vorderachse habt, also Antriebseinfluss, kann natürlich der Lenkwinkel maximal eingestellt werden und damit ist der extrem wendig. Den kriegt ihr fast auf einer normalen Straße zum Wenden. Habe ich mit dem Steve ja auch hin und wieder ausprobiert. Und die Wendigkeit von dem Auto, die hat mich richtig überzeugt. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, über die Optik, da müssen wir nicht viel reden. Entweder man mag eben dieses Hatchback-Design oder eben nicht. Ja? Ich liebe es tatsächlich. Also ich bin ein großer Fan neben Sportwagen von eben Hatchback-Design. Das ist das andere Design, was ich sehr liebe, neben einem flachen Sportwagen. Und dafür war damals auch bei mir die Entscheidung, dann anstelle eines Model 3s den ID3 zu nehmen, ziemlich schnell getroffen. Auch wenn das Model 3 tatsächlich ein bisschen tiefer gelegt, auch deutlich eine sportliche Form hat. Aber Hatchback-Design, ich war immer schon Golffahrer, das hat mir immer gefallen. Und da war ich sehr glücklich, dass das erste Modell eben kein SUV wurde, sondern etwa ja, quasi ein Golfvertreter. Das, was ihr jetzt hier nicht mehr seht, weil das Auto wieder komplett weiß ist, das ist natürlich das Thema Folierung. Also mein Auto war ja nicht nur extrem tiefer gelegt, sondern halt auch foliert und das sehr auffällig. Mit dem Design bin ich aufgefallen, das Design wurde tatsächlich auch hin und wieder kopiert und am Ende des Tages habe ich gesagt, okay, das ist einzigartig, das hat mir richtig Spaß gemacht und dafür nochmal ein Dank an Arne. Ein Thema hier im Innenraum und das hat auch wirklich richtig gut funktioniert tatsächlich vom ersten Tag an, das ist das Thema CarPlay. CarPlay hat einmal die Möglichkeit, ganz normal über Kabel zu funktionieren, hat aber auch eben eine Wireless-Option und das war für mich als Ioniq-Fahrer neu. Und einfach ins Auto einzusteigen, das Telefon in der Tasche zu lassen und der ID verbindet sich eben mit dem Telefon. Sehr komfortabel, sehr cool, hat von Anfang an immer tadellos funktioniert und mit der Zeit wurde auch tatsächlich CarPlay immer besser. Und ja, das Aufrufen des CarPlay-Menüs und so weiter war nachher so schnell und nicht zu vergessen, die Navigation hier, die war am Anfang nicht die beste. Deswegen habe ich Pump benutzt und Pump hat nachher eine native CarPlay-App gehabt. Das heißt, ihr konntet Routenführung mit Zwischenstoppplanung durch Pump auf dem Display hier im Fahrzeug laufen lassen und das ist natürlich super. Noch etwas für mich als Autobahnfahrer ist tatsächlich das Thema Travel Assist. Der ID3 First hat ja den Travel Assistant hier an Bord und der Travel Assist, das ist mit mal eben das Beste, was ich bisher überhaupt in so einem Fahrzeug gefahren bin. Angeblich soll Mustang Mach-E mit seinem System halt auch sehr gut sein. Das haben die Amis irgendwie gesagt, dass es ein sehr gutes System ist. Habe ich so, ja, er ist schon gut. Er ist schon gut. Meine Schwester fährt den Mach-E, ja, aber ich muss sagen, den Travel Assist, den finde ich überragend und der wird mir sicherlich fehlen beim nächsten Fahrzeug. Mal sehen, wie gut das System dort sein wird. Man muss aber auch sagen, dass natürlich VW auch gearbeitet hat und seit 3.0 gibt es hier auch eine vernünftige Navigation. Das heißt mit Routenplanung, mit Zwischenstopps und ihr könnt natürlich auch einstellen, ob ihr am Ziel mit 10 Kilometer ankommen möchtet oder mit 50 Kilometer oder eben auch beim Zwischenstopp. Aber es gibt leider ein großes Aber. VW ist nun mal in dem Konsortium mit Ionity drinne und man hat über WeCharge die Möglichkeit für 30 Cent an Ionity zu laden. Ja, Grundgebühr hin und her ist egal. Ist in Summe bei jemandem, der so viel Autobahn fährt wie ich, aber immer noch günstiger. So, da frage ich mich, warum kann ich bei der Routenplanung nicht, wie zum Beispiel bei Pump, ich habe es eben schon erwähnt,
einstellen, dass ich Ionity bevorzugt haben möchte. Ansonsten tadellos. Das Runterfahren auf 10 Kilometer Restreichweite, ich liebe es ja so zu fahren, dass man nur noch unter 10% danach auch wirklich hat. Das sind dann 5% oder so, 10 Kilometer, das ist schon richtig cool. Das ist schon für den einen oder anderen genau die richtige Lösung. Und er plant es auch super. Und er nimmt mit der Software 3.0 auch wirklich vernünftige HPC-Ladeorte rein und nimmt nicht dann irgendwie eine 22 kW Station, an der er 4 Stunden stehen müsste, sodass jeder Autoredakteur, der das erste Mal ID fährt, wieder einen Bericht schreibt über das Thema E-Mobilität und warum es nicht funktioniert. Also für die Zukunft bitte plant ein, dass es vielleicht bevorzugte HPC-Standorte geben sollte. Pump kann es, warum könnt ihr es nicht? Ja. Und wenn wir jetzt schon bei den negativen Themen sind, dann lass uns doch da auch gleich weitermachen. Was gefällt mir jetzt weniger gut am Fahrzeug? Ja, wir haben jetzt gerade schon über die Software gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, ihr habt zugehört, also wir. Also erstmal, wenn ich ein Auto entwickle, dann kann es doch nicht Ziel sein für eine Software, die in Zukunft over the air ausgerollt wird, wo man von Anfang an für geworben hat, dass das ein Werkstattbesuch erfordert, sprich 12 Volt Batterietausch. Ja, haben sie einigermaßen gut koordiniert, muss man sagen, und danach den Flyer mit, jetzt ist ihr Auto over the air, updatefähig, 3.0 und so weiter. Ist okay, aber haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ganze Thema OTA 3.0, heutzutage fahren da draußen immer noch genug rum mit 2.4. Wie oft lese ich im Drivers Club, I want OTA 3.0 oder I want Software 3.0. Die Welle, die gestartet wurde, wurde gebremst. Es hat sich herausgestellt, dass die Fahrzeuge nicht alle mit der Variante oder mit der Version kompatibel sind. Gab Probleme mit Diebstahlschutz oder was auch ich auch. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, mein Update sollte auch gestartet werden als eines der ersten. Ich war jetzt einer gefühlt der mittleren, weil ich habe es jetzt schon. Es gibt immer noch welche, die haben nicht. Es gibt aber auch ganz viele, die haben es schon vor mir bekommen. Ist in Ordnung, passiert. Und das muss man auch sagen, ja, 3.0 ist viel, viel besser inzwischen. Definitiv, es ist wirklich. Also wenn man von Anfang an guckt, wo wir jetzt stehen, dann ist es besser. Aber ich habe immer noch Fehlermeldungen. Und manchmal habe ich auch noch einen Blackscreen gehabt oder so. Das, was ich für kurze Zeit, der Bildschirm einmal ausgegangen ist. Da musst du halt den Reset machen, geht auch wieder, ja. Andere haben auch schon andere Sachen berichtet. Es ist halt einfach ein Automobilhersteller, der jetzt Software machen möchte und kein Softwarehersteller, der ein Auto nebenbei baut. Schöne Grüße gehen raus an Tesla. Ja, sie können auch schnell reagieren. Das hat man damals gehabt bei diesem 12-Volt-Batterie, bei diesem Vampire-Drain-Thema, also da, wo wirklich tatsächlich irgendwelche Aggregate sich nicht schlafengelegt haben, an der 12-Volt-Batterie weiter rumgenuckelt haben und am Ende des Tages war das Auto nicht mehr zu starten und musste reingeschleppt werden. Da haben sie ziemlich schnell das 570er, das 0570-Update gebracht, das war okay. Aber letzten Endes, also Software, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Eines der Themen beim Software-Update ist nämlich zum Beispiel, dass das Fahrzeug dann auf euren bekannten Parkplatz automatisch einparken kann, generell automatisch einparken kann, aber eben nicht alle. Und zwar fehlt nämlich meinem ID3, der hier vorne Parksensoren hat, fehlt hier an der Seite ein Parksensor. Dieser Parksensor hier unten, das ist der äußerste, den ich habe. Und die anderen haben hier an der Seite noch einen. Das heißt, solange ihr kein ID3 habt, der 8 Sensoren hat, sondern nur 6 Sensoren, ist das Fahrzeug nicht in der Lage, automatisch einzuparken etc. pp., weil er eben seitlich nicht genug abstrahlen kann. Ne? Also hier die Sensoren gibt es nicht, die seitlich dann das Feld erfassen oder die Straße oder whatever. Dann, dass so viel gelobte Schwarmdaten, dass er trotz fehlender Fahrbahnmarkierung weiß, wo er ist und so weiter. Auch das wird dieser ID3 mit 3.0 nicht erfahren, weil ihm da eben so ein paar Sensoren fehlen und er dafür nicht in der Lage ist. Das heißt, auch hier fängt es an, ich habe das Beispiel schon mal genannt, wie bei Android, es zerstückelt sich so ein wenig. Man muss gucken, was für ein ID3 kaufe ich vielleicht auch mal gebraucht. Der Wagen geht ja jetzt hier zurück, ich keine Ahnung, wo der hingeht. Aber er hat 3.0, aber 3.0 over the air ist nicht 3.0 wie ab Werk,
der kann nämlich viel mehr. Und das sind so Themen, das sehe ich schon kritisch. Und da ist auch zum Beispiel Tesla deutlich voraus. Kommen wir nochmal zu den anderen Themen. Also das eine ist natürlich die Software. Das andere sind die Themen Qualität. Ich habe mir ursprünglich gesagt, hey, kaufst du einen VW, weil die Qualität wird besser sein als das, was ich von Tesla kenne. Lacktechnisch, ja. Aber so Themen wie hier, Passung zum Beispiel hier vorne oder auch die berühmte Passung hier hinten im Dreiländereck hier unten, wo dann hier übersteht und unter der Leuchte dann verschwindet. Das ist inzwischen besser geworden, ja. Bei meinem Wagen aber nicht und das wird er halt auch immer behalten für jeden, der den Wagen gebraucht kauft. Dann die Materialien im Innenraum, ja, gerade im Kofferraum hier, ja. Das ist, ich habe den ganz normal genutzt, so wie man ein ID3 halt, halt auf Reisen benutzt. Man packt da auch mal was rein in den Kofferraum, dafür ist er ja da. Und da zerkratzt euch das Plastik. Ich zeige es euch mal eben auf Bildern. Die Kratzer, die kriegst du auch nicht mal eben raus. Und da will ich mal gucken, oder bin ich gespannt, was nachher die Abrechnung sagt. Solltet ihr übrigens das Glasdach haben, dann kennt ihr es, dass im Winter durchaus das Glasdach anfängt zu knarzen. Hierfür gibt es auch einen eine Nacharbeitslösung, möchte ich das mal benennen. Da wird das Ganze eingefettet, dann habt ihr erstmal Ruhe, aber nur für einen Winter. Im nächsten Winter geht es wieder los. So, und zum Schluss nochmal das Konzept Hinterachse. VW, ganz im Ernst. Generation Golf, GTI, ja? Die Dinger sind dafür gemacht und gerade mit so viel Luft im Radhaus hier in der Serie, dass die tiefer gelegt werden. Wie kann denn etwas passieren, dass die Dinger anfangen zu vibrieren unter Last zwischen 85 und 95 km/h, wenn man das Ding mal auf den Boden legt? Ich meine, ihr holt jetzt das GTI-Treffen zurück nach Wolfsburg, ja? Ihr wisst, was da für Fans sind. Und wenn ihr dann hier mit so einem neuen Auto, der vielleicht den Golf ablösen soll, irgendwann sagt, ja, aber tiefer legen ist nicht, der vibriert dann blöde, ja? Beziehungsweise, wenn ich ihn tiefer lege, dass man dann sagt, hey, nee, der hat ja eine Fahrwerksoptimierung, das Klickern an der Hinterachse, das behebe ich dann nicht, weil da wurde was gemacht. Dann finde ich, das ist das am Kunden vorbei, designt und auch wenig Kunden freundlich, dass man dann da nicht sagt, okay, pass mal auf. Das ist ein Botschafter, auch der ID3 ist ein Botschafter. Ja, wir haben da ein bisschen Schmuh gebaut, ist ein bisschen dumm gelaufen, aber natürlich werden dann die offenen Maßnahmen hier abgearbeitet. Wo sie gelernt haben, das ist übrigens beim ID.Buzz, nämlich die Front. Hier unten drunter befindet sich der Radar. Sobald irgendwie Winter das Ding verschmutzt ist oder auch sonst richtig verschmutzt ist, fallen euch sämtliche Sensoren da vorne aus und dann hat er halt eben keinen Travel Assist mehr. Ihr habt nicht mehr die Notbremsfunktion. Vorne ist ein kompletter Tannenbaum im Display und sagt, ja, diese ganzen Helferlein, die ihr sonst so habt und bezahlt habt, wenn da vorne Schnee und alles drauf ist, funktioniert das einfach mal nicht mehr. Kann man halten wie Dachdecker, finde ich ein bisschen doof. Haben sie beim ID.Buzz reagiert, dort ist es beheizt. Mercedes hat das auch schon seit Jahren, dass der Stern vorne, der Radarstern, dass der beheizt ist. Hat man hier ein bisschen kaputt gespart, wenn ihr mich fragt, weil das hätte durchaus auch hier mal eben sein müssen. Im Winter bei Schnee habt ihr keine technische Hilfe mehr. Nee, Softwarehilfe. Technisch? Ach, ihr wisst, was ich meine. Keine Sensoren mehr. Last but not least und auch bei der Produktaufwertung das ganze Thema Klavierlack hier, ne? In den Türen und so weiter hier unten. Ja, es sieht schön aus und ist aber nicht toll, ja. Bei der Produktaufwertung ist zudem das Plastik in den Türbereichen jetzt hier deutlich besser geworden. Materialien im Innenraum wurden optimiert und so weiter. Hier wurde vielleicht das ganze Konzept ein bisschen falsch auch erkannt, auch vom Kunden und so weiter. Sie haben ja schon Recyclingmaterialien gewählt. Wirkt aber alles recht billig wegen Hartplastik. Man muss aber VW wirklich zugutehalten. Hier knarzt und knistert nichts. Das ist wirklich, also das ist keine Klapperkiste. Sie haben den günstigen Kunststoff, den sie hier verbaut haben, durchaus gut verbaut. Aber haptisch, wenn ihr es so anfasst oder so, fühlt es sich einfach nicht gut an. Und das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt am ID3 gewesen, haben sie mit der Produktaufwertung jetzt an sich genommen und ja, ist okay. Ich glaube, der neue ID3, nennt ihn neu, der wird bei Kunden besser ankommen als das Modell jetzt hier. Übrigens, ein Thema noch, auch vom Innenraum.
Hier unten ist die Ablageschale für das induktive Laden eines Telefons. Ich jetzt bin iPhone 13 Mini Nutzer. Das heißt, wenn ich das iPhone 13 Mini hier drinnen verschwinden lasse, da, es lädt nicht. Es ist einfach zu klein. Auch das ein kleiner Konzeptfehler. Ja, wer will schon kleine Telefone haben? Ich zum Beispiel. Aber ja, ich muss dann unten immer meinen Schlüssel reinlegen, damit das iPhone 13 Mini in dieser Form oder auch das 12er Mini laden kann. Apple hat reagiert. Apple baut keine kleinen Telefone mehr. Problem für VW gelöst. Ich habe jetzt mal darauf verzichtet, das schön zu animieren und so weiter. Dann habt ihr die Daten gleich da oben so stehen und könnt das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. Also, ich habe natürlich ein Leasing von 30 Monaten gehabt. Das seht ihr hier oben. Das waren monatlich 497 Euro, was dann in Summe 14.910 Euro ergeben. Meine Sonderzahlung 7.000 Euro. Ja, warum 7.000 Euro? 6.000 Euro BAFA, 1.000 Euro waren hier von VW schon die Anzahlung für den ID.3 damals, wenn man ein First-Modell haben wollte. Die wurde dann verrechnet mit einer Bestellung und dementsprechend 7.000. Das sind erstmal die monatlichen Dinge, die ich ohnehin gezahlt habe. Dann kam natürlich eine Inspektion dazu nach 2 Jahren ohne Kilometerbegrenzung. Da habe ich 442,70 Euro bezahlt. Tja, aber auch eine Reparatur mit dazu genommen. Mir wird ja nicht langweilig. Es ging um den Klimakompressor. Der Klimakompressor war undicht. Ich habe keine Funktion mehr der Klimaanlage gehabt. Und was da wirklich entscheidend ist, auch die Batteriekühlung hat ausgesetzt, was ich auf dem Rückweg von Locarno dann leidvoll bemerken musste. Bei der dritten Ladung kam nur noch 20 kW im Akku, weil der Akku einfach viel zu heiß war. 1.350 Euro. Hier drinnen enthalten ist schon eine Kulanz von VW. Das wären sonst locker 2.000 gewesen. War noch gerade innerhalb der Garantiezeit, deswegen hier 1.350 Euro. Und dann gab es natürlich nochmal eben die Nachzahlung des ganzen Leasings. Also ich habe ja deutlich mehr Kilometer gefahren, als ich durfte. 25.000 etwa waren es am Ende. Und es sind ein paar Gebrauchsspuren gewesen. Tatsächlich auch ein Kratzer an der Felge, hat mich mega geärgert. Summa summarum waren die Schäden dann irgendwie bei 1.050 Euro. Und der Rest, also 1.400 ungefähr, waren dann die Kilometer, die Mehrkilometer. Es sind dann in Summe 2.426,85 gewesen, die VW jetzt noch von mir bekommen habe. Das Ganze ist dann eine Zwischensumme von 26.129,55 Euro, die ich jetzt am Ende für den ID.3 dann bezahlt habe. Nur dafür, dass ich ihn gefahren habe. Das wären monatliche Kosten in Summe von 870 Euro gewesen. Hier oben haben wir ja die 497 hier oben gehabt. Ihr seht, da habe ich locker fast nochmal 400 Euro draufgelegt. Also 870,71 Euro am Ende. Ja, ihr fragt euch dann ja, was sind denn mit Sonderkosten? Du hast das Ding ja foliert, du hast es tiefer gelegt und so weiter. Ja, Sonderkosten waren eigentlich tatsächlich nur Fahrwerk und die Folierung. Die Folierung habe ich in der Kooperation, da musste ich nur das Material bezahlen, hat mich dann 400 Euro gekostet. Danke hier nochmal an die, die das verwirklichen konnten und durften. Hat mir echt Spaß gemacht. Und beim Fahrwerk reden wir hier tatsächlich nur vom KW-Gewindefahrwerk. H&R hat das ja damals kostenlos eingebaut und alles. Also geht es hier nur um das Thema Gewindefahrwerk und den Ausbau des Fahrwerks bzw. Einbau des Originals. Eigentlich 3.550 Euro hier, aber ich habe für das KW-Gewindefahrwerk noch 1.000 Euro bekommen. Die habe ich hier abgezogen, sind also 2.500 Euro Rest an der Stelle. Und ich habe das Fahrzeug natürlich auch aufbereiten lassen vor der Abgabe. Das hat mich nochmal 220 gekostet. Darin enthalten war natürlich komplett auch das Entfernen der Folierung, Ausbesserung von kleineren Schäden, Kratzern etc. pp. Bin ich immer sehr zufrieden mit meinem Aufbereiter in Bremen bzw. in Wolfsbüttel. Also auch hier, Tobi, vielen Dank dafür. Sind dann Gesamtkosten von 26.000 plus dem Kram jetzt hier 29.770,55 Euro. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal runterbrechen würde auf die 30 Monate, die ich das Fahrzeug gefahren bin, dann kommt man hier im Monat fast auf 992,35 Euro, also fast 1.000 Euro, den mich das Auto, was mich das Auto am Schluss gekostet hat. Ja, so müsste man das einfach mal aufrechnen. Was ich jetzt natürlich bewusst ausgelassen habe, sind die Kosten für Strom und so weiter. Hat einen besonderen Grund.
hätte ich bei jedem anderen Auto auch bezahlt. Ob ich jedes andere Auto aber auch mit einem KW-Gewindefahrwerk ausgestattet hätte oder foliert hätte, weiß ich nicht. Mache ich jetzt beim nächsten Fahrzeug wahrscheinlich auch nicht. Insofern habe ich die Sachen mit reingenommen und habe aber sämtliche Kosten für Strom und so weiter erstmal rausgelassen. Ist auch sehr, sehr, sehr schwierig, das alles durchzurechnen, weil ich ja viel an Ionity lade, aber auch viel hier in Berlin in der Garage geladen habe oder aber in Bremen dann am Haus zum Beispiel, und das dann genau auseinanderzurechnen, was mich da die Kilowattstunde irgendwie irgendwann gekostet hat, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Von daher lassen wir das raus. Fakt ist, am Ende kostete mich der ID3 fast 1000 Euro im Monat, oder wenn man jetzt nicht nur ein Spirenzchen macht, wie ich mit Fahrwerk, Folierung und so weiter, immer noch fast 871 Euro. So viel zum Kassensturz ID3. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich hier aufbereitet. Sonderzahlung, natürlich ist das Geld von der BAFA, aber ich hätte das Geld ja auch irgendwo für mich gebrauchen können und nicht in die Anzahlung strecken können. Insofern ist sie hiermit aufgeführt. So viel dazu. Ich hoffe, das war verständlich. So, das war es jetzt also mit dem Kassensturz. Ja, am Ende war der ID3 dann vielleicht tatsächlich doch etwas teurer als das, was ich erwartet hätte am Anfang, als ich mich damals entschieden habe. Habe ich es bereut? Ich habe es nicht bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Es war einfach spannend, die Entwicklung von VW mitzugestalten, mitzuerleben, jetzt hier mit dem ID3 zu sagen, hey, ich bin bei etwas dabei, da macht VW einfach mal was ganz Neues. Es war ein bisschen rumpelig, aber es war okay. Ja, was ist zu optimieren? Die Ladekurve zum Beispiel. Jetzt mit 3.0 hat er tatsächlich wohl auch ein Cold Gate. Das heißt, wenn der Akku nicht warm genug ist am Anfang, dann ist auch wirklich Ebbe. Habe ich so nie erleben können. Ich habe immer meine 130 kW eigentlich jetzt am Ende bekommen. Am Anfang waren es ja die 100 kW. Dadurch, dass ich aber immer auf Langstrecke unterwegs war, habe ich tatsächlich auch immer einen warmen Akku gehabt. Konnte aber auch zeigen mit dem Update auf 2.4, dass sich die Ladekurven verändert haben und dementsprechend nicht unbedingt sich zum Besseren entwickelt haben. So, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja, Produktaufwertung ID3 steht vor der Tür. Da denke ich, dass alle zukünftigen Käufer eines IDs hier tatsächlich einen guten Griff machen werden, weil nämlich die großen Punkte, die Software, die Sensoren, die Haptik und so weiter, auch die Optik vorne, versucht mal hier vorne diese Waben, ne? die Waben, die hier vorne sind, ne? Versucht die mal sauber zu kriegen, da braucht ihr eine Zahnbürste. Ne? Also alles das werdet ihr bei der Produktaufwertung nicht mehr finden, insofern eigentlich top. Man muss aber auch sagen, hätte ich mich damals für Model 3 entschieden, wäre es wahrscheinlich am Ende tatsächlich günstiger gekommen. Der Wiederverkaufswert eines Tesla Model 3, der ist natürlich mega hoch. Und ich wäre wahrscheinlich tatsächlich nicht so oft, und das muss man ganz klar sagen, nicht so oft in der Werkstatt gewesen wie mit dem ID3. Da hat Tesla übrigens einen sehr geilen Job gemacht die letzten Jahre, muss man auch ganz klar sagen. 2020, da sah es beim Model 3 noch nicht so cool aus, wie es jetzt inzwischen aussieht. Und gerade die Fahrzeuge aus China sind richtig top. Das heißt, alles das, was nach Deutschland kommt, das sind ja die Chinesen hauptsächlich, die machen da wirklich einen Top-Job, auch im Lack. Und auch die Software hat sich natürlich sehr zum Positiven entwickelt. VW kann und muss da eigentlich noch viel, viel, viel mehr lernen. Das wissen sie aber selber. Und ich denke mal, deswegen ist auch ein Dies inzwischen leider nicht mehr der Chef, weil er an diesen Themen vielleicht auch gescheitert ist. Letzten Endes muss VW jetzt einfach nochmal gucken, wie sie das Fahrzeug einpreisen. Der ID3 wird in der Produktaufwertung mit 39.990 Euro natürlich unter der magischen 40 liegen. Ihr kriegt dann noch eine Förderung aktuell dazu. Aber er liegt halt sehr, sehr nahe beim Model 3 auch. Ich glaube, und das wird sich dann zeigen, der typische Kunde eines VWs, der wird in Zukunft nicht den ID3 fahren. Die werden darauf warten, dass es eben den Tiguan oder auch den Golf, so wie angekündigt, dann elektrisch gibt. Weil dann haben sie die Entscheidung zwischen Diesel, Benzin und eben Elektro. Ich glaube, VW hat mit der ID-Reihe einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube aber auch, und das ist meine persönliche Meinung, dass die ID-Reihe in 10 Jahren nicht mehr existiert. So, soll es gewesen sein jetzt hier von meiner kleinen Rasur zum Thema ID3, meine 30 Monate. Bleibt mir nur noch ein paar Wünsche und auch Danksagungen jetzt hier zu teilen. Und das ist mir ganz wichtig. Einmal natürlich hier an das Autohaus Gerken. Das Autohaus am Weiherberg, die haben mich super betreut, aber auch an das Autohaus Möbus, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, in Berlin, die mich super aufgenommen haben als Neukunden.
Ja, dann Arne Meinheit, AM Projekt Solutions, für die geile Folierung, die du in meinem ID3 verpasst hattest. Die kam sehr gut an, die wurde tatsächlich kopiert und viele haben auch gefragt, kann man das Design irgendwo so bekommen? Ich habe sie eigentlich alle an dich verwiesen. Ich hoffe, da ist auch die eine oder andere Anfrage angekommen. Dann, ich gucke auf meine Liste. Ach ja, siehst du. Ich wollte mich bei euch bedanken natürlich, ja, Spaß am Rande. Ja, die Community, ihr habt mich begleitet bei der Abholung und das war damals schon ein richtig geiles Event, hat mir richtig viel Spaß gemacht, danke für alles. Ihr habt mich begleitet mit der Folierung, ihr habt es also wirklich positiv aufgenommen. Ich habe nicht wirklich einen einzigen gehört, der gesagt hat, das sieht zum Kotzen aus. Die einen sagten, ja, muss man halt wissen, ob man sowas machen will. Die anderen sagten, nee, finde ich mega. Dann natürlich die ganzen Videos, in denen ich mit meinem Fahrzeug drin war und so weiter. Ja, danke, dass ihr sie geguckt habt. Danke, dass ihr dabei wart. Wie geht's jetzt weiter? Am 22.03. Habe ich mein neues Auto abgeholt. Das Video folgt dann. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was es geworden ist, aber an dieser Stelle möchte ich jetzt hier nicht spoilern. Insofern, ja, da kommt dann vielleicht auch doch wieder ein bisschen mehr Content jetzt, wenn ich Lust habe. Aber auch das soll eine ganz klare Aussage sein. Ich drehe jetzt inzwischen nur noch dann, wenn ich möchte und wann ich will und nicht mehr, weil ich irgendwie muss. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für 30 Monate ID3, danke VW, dass ich dabei sein durfte und wir sehen uns hier. Bis dahin, ciao.